Ich habe so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Ah, die Fahrgäste können ja unterirdisch lang gehen. Aber einsteigen will hier anscheinend niemand. Kollege, keine Ahnung, welche Linie. Überholen wir mal ein bisschen. Schon wieder Ruhe. Oh, da ist ein hohes Gebäude. Bestimmt ein Hotel. Weil da ist ja ein H dran. Oder ein Krankenhaus, kann natürlich auch sein. Oder eine gigantische Haltestelle, aber das glaube ich nicht. Danke sehr. Perfekte Halteposition. Eine Fahrkarte, bitte. Oh, ich bin äußerst pünktlich. Danke. Ja. Augenblick. Wie oft wollen Sie die denn noch? Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Na klar. Wie oft wollen Sie die denn? Oh, ich habe Ihnen meine... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ist mir doch egal. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Irgendwie macht das Spaß, das Spiel. Also muss ja rumfahren. Jedenfalls. Position. Ich bin sowas von perfekt. Naja. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Nächster Halt.
Moment, wo ist mein Hut hin? Als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ich muss mal wieder Linienbus fahren, ne? Kann man nicht irgendwie einen Standardbus ausfüllen? Muss man immer, wenn ich jetzt einen neuen Bus kaufe, ans Ende der Busliste blättern? Auszuwählen, wenn man fahren will. Perfekt, da hat er das. Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Tja, wenigstens muss ich heute meine Blumen nicht gießen. Haben. Danke. Kontrolle. Augenblick. Da. Augenblick. Na klar. Ich versehentlich Müll eingesammelt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Klar. So. Nächster Halt. Kreuzgasse. Endstation. Bitte alle Schlagloch umfahren. So, perfekte Halteposition, perfektes Timing. Ich bin sowas von perfekt, das glaubt man ja. Ist noch irgendwo Müll. Kein Müll. Fenster ist zu. Okay. Gut, dann fahren wir zurück zur Garage. Kriege ich bestimmt ohne Unfall hin. Rechts müssen wir jetzt, ne? Also sozusagen geradeaus oder wie ist das hier organisiert? Weil rechts abbiegen ist hier kein Pfeil. Von daher gehe ich davon aus, dass das rechts ist und das geradeaus.
Haben wir ja toll gemacht. Ja, scheint geradeaus zu sein. Müsste da nicht irgendwie so ein Pfeil sein oder irgendwie so ein Schild? Ist das eine gebogene Straße ist hier? Scheint zu sein, Busgarage gibt ganz wenig Punkte. Und das hier auch ganz wenig Punkte. Das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. 500.000 Gewinn, das ist sehr gut. So, das ist geschafft. Hm. 90% der freigestellten Haltestellen sollten auf einer profitablen Strecke sein. 84% sind auf einer profitablen Strecke, der Rest nicht. Blau, die 11. Wieso hat die 11 keinen Gewinn? Da sind 3 Busse zugewiesen. Die 11. Was ist denn mit der Elf? Wo ist denn das Problem? Besitzer ziehen Strecken vom zentralen Umlaufbahnhof ein Fahreinkommen generieren. Wie viele sind denn da jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt nur 4 Strecken. Ich würde mich gern erstmal hier rum kümmern. Ich verstehe nämlich nicht genau, wieso damit keine Einnahme erzielt werden. Weil die machen alle Gewinn, außer die 18, die 10 und die 11. 18, 10, 11. Warum denn nicht? Was haben die denn für ein Problem? Einstellen. Bus kaufen. Kaufen wir noch einen kleinen Bus. Weil den einen will ich fahren. Nein! Ich wollte nicht verkaufen. Ach, toll. Ein paar tausend Euro Verlust gemacht. Wegen einem Klick. Toll. Habe ich denn jetzt überhaupt einen neuen Dingens gekauft?